Spitzname La Doyenne, zu Deutsch die Älteste, ist gut gewählt für diesen traditionsreichen Klassiker, der den Abschluss einer Rennwoche in den Ardennen darstellt. Die 255 Kilometer lange Strecke führt die Fahrer zuerst nach Bastogne im Süden, bevor es dann über einen kleinen Umweg nach Spa zurück gen Norden zum Ziel geht. Alle schweren Anstiege müssen auf den letzten 100 Kilometern des Rennens bewältigt werden. Und Namen wie Stocco und La Redoute werden Radsportfans genauso ein Begriff sein wie Eddy Merckx. Der letzte offizielle Berg ist zwar der Côte de Saint-Nicolas mit einer Steigung von 11%, aber auch danach steigt die Straße bis zur Ziellinie in Anse weiter an.
Die Fahrer kommen zur Redoute mit über 20% Steigung, einer der steilsten Abschnitte. Die Ziellinie rückt näher. Gerade haben die Fahrer die 10.000 Meter Marke passiert. Und nun zu den Highlights des Tages.